Hallo und herzlich willkommen im Zentrum des Schmerzes. Willkommen bei großartigen Quellespielen. Dies ist keins davon. An meiner Seite der großartige Starkiller. Ich bin euer Mr. Fan 1970 und Zeit für den hungrigen Panda. Und wer glaubt, der hat das heute schon mal gesehen oder diese Woche oder dieses Jahr? Nein, der irrt sich. Der hat sowas Ähnliches gesehen. Wo wir gerade dann auch beim Thema sind, Alternativtitel, ne? Das ist immer so mein Lieblings, ist ja immer mein Lieblingsthema bei sowas. Wobei ich hier schon wieder was Interessantes entdeckte. Ich muss ja mal kurz schauen, bevor ich hier anfange rumzulabern. Okay, wenn die meinen, dass es so ist, dann ist es so. Fangen wir einfach mal mit dem berühmten alternativen Titel an. Das Spiel ist so schlecht, selbst der Programmierer leugnet es. Wie hieß das Spiel? Panda. Ist ja jetzt nicht so doof gewählt. Ja, richtig. Dann Panda in Klammern Quest. Muss ich es auch nicht verstehen. Panda Chase ist der Originaltitel gewesen. Panda Rescue. Das ist ja, ne? Und natürlich wieder absolut passend zu dem Titel UFO Attack. Ja. Hm? Also das muss ich sagen, erkenne ich. Ja, absolut. Man erkennt eindeutig, dass der Panda eigentlich ein Außerirdischer ist. Space, the final frontier. Und das Schiff kommt trotzdem immer von links. Das ist so scheiße, ey. Geh mal in einen anderen Level. Ach, das ist derselbe. Stimmt, da war ja irgend so eine Logik. Warte mal, irgendwie konnte man auf jeden Fall da hoch. Schon nicht. Bist du von dem grauen Wildschwein erwischt worden. Das hast du wieder sehr fein gemacht. Er ist drauf, ne? Ich kann alles. Du kannst alles außer Hochdeutsch. So. Und auch hier wieder so gern programmiert, ne? Haben wir. Auch hier wackelt das Bild wie sonst noch was. Das ist wahrscheinlich der Interlace-Mode vom Atari 2600. Oh, das kann ich nochmal einsammeln. Boah, das ist geil. Mhm. Ist das Eukalyptus oder was ist das? Das soll eher Bambus sein. Eukalyptus sind ja die anderen, die das mal mögen. Na gut, hier kann man, glaube ich, nichts machen. Doch, du kannst da was machen. Du kannst da aus dem Level rausspringen. Ja, ist super. Wenigstens mal was Sinnvolles. Also irgendwie habe ich so nicht so wirklich das Gefühl, dass ich weiß, was man hier machen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da müssen wir dann wieder den reizenden Shadowsnose fragen. Der hat das ja mal gespielt. So, also so ist das okay. Soweit, Da muss ich wahrscheinlich nicht nochmal gehen. Du darfst dich einfach nicht erwischen lassen. Ach genau, den Level gibt's auch noch. Stimmt. Aber hier musst du auch nur abhauen, da musst du auch nur irgendwie wieder raufkommen, mehr nicht. Also die Sprungphysik ist bestens. Also, ich glaube, ihr seht das, glaube ich. Das ist super. Das ist wieder mal alles total geil. Okay, jetzt kommen wir hier rauf und wird getroffen, natürlich. Logisch. Jetzt bist du schon wieder draußen. Ja, aber du musst ja nur nach oben. Ist toll. Total. Weißt du was, das macht so viel Spaß, das höre ich jetzt einfach mal auf. Wenn ihr wisst, wie das zaubern geht, und ich weiß, oh, jetzt ändert sich sogar die Musik. Oh Gott. Wenn ihr wisst, was man da wie tun muss und sollte und braucht und kann und überhaupt und außerdem. Außer der High Retro Game Lord, der weiß das. Er kann mir ja sein Video mal als Antwort schicken. Dann würden wir diesem Spiel vielleicht nochmal eine zweite Chance geben. Aber so? Nein! Nie und nimmer! So, machen wir schnell Feierabend, kommen wir zum nächsten. Genau so ist es.